So, abbremsen und das zweite Ziel. Er hat schon auf uns angelegt. Nochmal Target. Ja, da haben. Nee. Nee, doch. So. Target ausgewählt. Fuck. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, und zwar Elite Dangerous. Es ist so, dass ich zwar ein Cowboy bin, aber ich bin ein Space Cowboy. Also spiele ich auch gerne Dinge, die sich im Weltraum abspielen. Ich habe Elite Dangerous auf meinem PC installiert. Ich habe Videos davon gesehen. Ich find's unglaublich klasse. Ich stehe total auf Weltraumballerei und rumfliegen und dann so ein Open-World-Ding irgendwie mit irgendwas, weiß ich nicht, 100 Milliarden Sternsystemen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall die komplette Milchstraße, also unsere komplette Galaxie einmal irgendwie gebaut. Beziehungsweise, wenn ich es richtig gelesen habe, haben die das von einem Computer alles generieren lassen und bauen dann so die Welten nach und nach. Und das Spiel ist auch schon eine ganze Weile draußen. Also wenn man auf YouTube irgendwie stöbert, gibt es eine ganze Menge Videos. Ich habe mir ein paar Videos reingezogen und fand das so klasse, dass ich das auch machen wollte. Ich bin jetzt drinne im Combat-Training, in der Combat-Training-Demo. Das ist das Erste, was ich machen will. Ich habe sie gerade eben schon mal angezockt, um so ein bisschen mich mit der Steuerung vertraut zu machen. Es wird sicherlich dazu kommen, dass ich ab und zu in die Steuerung reinschaue, weil die Steuerung ist sehr komplex. Es gibt sehr, sehr viele Funktionen, sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ich spiele das Spiel auch noch nicht mit dem Joystick. Ich sitze im Moment nur an Tastatur und Maus, was nicht so optimal ist. Ich habe auch noch einen Controller, aber den habe ich dafür nicht konfiguriert. Ich probiere es erstmal so, es geht auch so. Ich überlege mir dann noch einen Joystick anzuschaffen. Das macht bei diesem Spiel auf jeden Fall Sinn. Und wir gehen mal in das Tutorial rein und wählen gleich mal die erste Sache aus, nämlich hier ein bisschen Zielübung. Um zu gucken, ob wir das überhaupt können. Drei Sachen habe ich schon gemacht. Also ich habe die Zielübung schon mal gemacht. Ich habe schon mal dann ein Ding hier abschießen gemacht und dann nochmal mit Raketenkampf. Folgendes muss ich jetzt tun. Ich muss hier einfach nur ganz simpel, machen wir mal Target. Mit T kann man das Target auswählen. Diese Sachen, wie geil, dann kommt die Kanone rausgefahren, sobald man... Das sind so Gatling Guns, die hier so richtig übelst loslegen. Das ist richtig... was ich besonders geil finde, irgendwie bei solchen Spielen, hier bin ich gegengeknallt, ist so das ganze Look and Feel. Also ich stehe total darauf, im Weltraum rumzufliegen. Das ist echt geil. Auch das hier mit den Schubdüsen, die Schubsteuerung, das haben sie richtig gut gemacht. Müssen wir nochmal Target, da haben wir eins. Und eine Runde ballern. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger wieder einfährt. Egal, muss ich mich später mit vertraut machen. Jetzt wird erstmal richtig schön geballert hier. Sind alles noch unbewegliche Ziele. Jetzt ist, man sieht, über dem Radar auf der linken Seite ist so eine Prozentanzeige, die steht gerade so auf 44%. Das ist die Hitzeanzeige der Waffen. Also die Waffen überhitzen auch. Beziehungsweise, da muss man ein bisschen drauf achten, dass das nicht zu heiß wird, wenn man zu viel rumballert. Dann, huch, das wollte ich nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man mit der Steuerung nach oben und nach unten gieren kann. Im Moment mache ich das mit der Maus. Links und rechts kriege ich hin mit A und D. Und W und S sind Beschleunigung. Mit der Maus, genau. So. Da nochmal eins, vielleicht nochmal T auf Target. Wo ist noch eins? Ach, wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay, zurück zum Tutorial. Und gleich die nächste Runde der Kampfgrundlagen. Geil, geil, geil. Jetzt geht es darum, ein bewegendes Ziel auszuschalten. Und den erstmal zu finden hier. Nicht rückwärts fliegen. Also das kann man auch, macht im Weltraum auch Sinn. Also die Schubdüsen sind so eingestellt,
Da steckt natürlich ein Computer dahinter, der die Schubdüsen steuert. Target, genau. Der hat keine Schilde im Moment. Das macht es uns einfacher. Also im Weltraum ist es ja so, wenn man fliegt, man gibt einmal Gas und dann fliegt man. Und so ähnlich ist das hier auch gemacht. Wir hören das im Hintergrund, das ist irgendwie der Schub, der dann anfängt. Und dann wird es wieder leiser. Der schießt gleich auf uns. Also der hat auch Laserwaffen an Bord. So, jetzt ist das Wichtige bei so einem Wendemanöver, dass man mit der Geschwindigkeit runtergeht, weil klar, damit der Wendekreis kleiner ist, man aber nicht stoppt. Also wenn ich stoppe, kann ich mich auch nicht mehr drehen. Das heißt, man muss in so ein niedriges Level fahren. Oh, 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 oh. Wir haben schön Angsthase mit ihm gespielt. Das ist geil. Das macht mir richtig Spaß. So, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht, dass ich gestoppt habe. Da hat man es gesehen. Ne? Dann dreht sich das nicht. Hier sehen wir seine Rauchspur. Er versucht sich zu verziehen. Ich muss wieder ein bisschen mehr Schub geben, um hinterherzukommen. Ja, der macht jetzt so ein Wendemanöver. Also der versucht die ganze Zeit, sich zu drehen. Ah, jetzt. Beziehungsweise, oh, 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 Hauptsache wir knallen nicht gegeneinander. Es ist nur ein NPC, es ist kein echter Gegner. Dieses Spiel ist so gemacht, dass man das online spielt. Und, also es ist ein MMORPG oder wie auch immer die heißen. Morg Massive Multiplayer Online Roleplay oder irgendwas Game. Beziehungsweise Massive Multiplayer Online. So, jetzt überhitzen schon meine Waffen und meine Schilde sind unten. Da gibt es einen Trick, man haut einfach ab. Das ist der simpelste Trick. So, was ich mal machen könnte, ist Systemantriebwaffen sind im Moment ausgeglichen. Also man kann die... Jetzt muss mein Schild sich wieder aufladen. Das hatte ich vorhin nicht. Vorhin habe ich den relativ easy gekillt. Egal, das macht die Sache ein bisschen spannender. Jetzt sind die Schilde wieder da und jetzt können wir wieder in Angriff übergehen. Komm her, Solarfluke. Boah, Alter. Ich muss weg hier. Ja, das ist nur ein Tutorial und der macht mir hier gerade... Habe ich keinen Antrieb mehr? Doch, ich dachte schon. Ich habe nur die Taste falsch gedrückt. So, jetzt muss ich echt weg hier. So, das System hat sich irgendwie runtergefahren. Massesperre ist irgendwie... Oh, der kommt mir... Wie das aussieht! Mal gucken, wenn ich es verkacke, muss ich es nochmal machen. Alter, der rammt uns. Das ist ja unfassbar. Der hat uns gerammt. So, Schilde fahren wieder hoch. Ich gehe trotzdem mal ein bisschen auf. Mein System ist irgendwie unten. Ich weiß nicht warum. Können wir vielleicht rausfinden. So, jetzt machen wir hier einen Trick 17. Wir fliegen um diese Dinger hier einfach rum. Dann kann er uns nichts. Aber das finde ich cool, wenn das so spannend wird. Hat mich ein bisschen angestellt bei der ganzen Geschichte. So, jetzt werden wir nämlich langsamer. Und setzen uns hinter... Da ist mein Schatten. Setzen uns hinter diesen... Jawohl, einmal drumherum geflogen. Auch okay. So, du Saftsack. Er hat keine Schilde. Und trotzdem scheint ihm das irgendwie alles nichts zu machen. Solarfluke. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur im ersten Durchgang mit dem Tutorial einfach nur Glück. Jetzt haben wir ihn gut getroffen. Wieder Gas geben. Wir werden später noch sehen, es gibt auch so automatische Zielfunktionssysteme. Also im Moment müssen wir selber... Jawoll! Sehr schön! Kontakt verloren, Ziel abgeschossen. Jawohl, und zurück zum Tutorial. Und jetzt wird es noch einen Tick schwieriger. Jetzt gehen wir in die fortgeschrittenen Kampftechniken.
Ich hoffe, du bist bereit, Pilot. In dieser Simulation geht es gegen 2 föderale Kampfschiffe. Da sie schneller und wendiger sind, bist du auf die Beherrschung fortgeschrittener Waffensysteme angewiesen. Verwende Kardan-Waffen für Angriffe auf Ziele außerhalb der direkten Sichtlinie und Zielsuchraketen, um den Feind zu vernichten und die Mission zu erfüllen. Ja, machen wir. Sind wir doch dabei hier. So, da haben wir 2 Targets. Wählen wir mal schon mal 1 aus. Und schleichen uns ran, fahren die Waffen aus. Jetzt, das ist die Zielerfassung von den Raketen. Da mache ich einen rechten Mausklick und dann wird einer abgeschossen. Jetzt wissen sie auch Bescheid, dass ich was vorhab. Der ist jetzt getroffen. Und ich würde vorschlagen, an den heften wir uns jetzt auch dran. Farrago 2. Und jetzt sehen wir diese Zielsteuerung. Der Laser, also ich muss nur ungefähr nochmal eine Rakete hinterher schicken. Jawohl, und den haben wir schnell erwischt hier. So, abbremsen und das zweite Ziel. Er hat schon auf uns angelegt. Nochmal Target. Ja, da haben... Nee, doch. So, Target ausgewählt. Pock. Schön getroffen. Wieder abbremsen, um zu drehen. Was macht der? Der ist auf uns zugekommen. Ja, wurde gesagt, die Dinger sind wendiger. Da gibt es einen Trick. Wir hauen einfach ab von dem. Einmal voll Boost. Dann eine schöne Bremsung. Und wieder umdrehen. Und ihn schön aufs Korn nehmen. Wo immer auch gerade steckt. So, jetzt. Aber wir waren nicht schnell genug. Jetzt sind wir hinter ihm gleich. Ja, der versucht aber auszuweichen. Also der versucht uns ins Visier zu kriegen, genauso wie wir ihn ins Visier versuchen zu kriegen. Das heißt, wir drehen im Moment umeinander. Und er hat deutlich die besseren Karten. Weil sein Schiff angeblich wendiger ist. Föderales Kampfschiff, Fargo One, kompetent und sauber. Und wir sind einfach nur... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Taking Damage, sagt der Computer. Aber viel ist zum Glück nicht passiert. So, Fargo One, jetzt kriegst du hier auf den Sack. Noch eine Rakete hinterher geschossen. Das hat nichts gebracht, weil wir zu nah dran waren und er an uns vorbei ist. Komm. Jawohl, da gab es eine Explosion. Noch eine Rakete hinterher. Pock. Die hat gesessen. Noch eine hinterher. Der hat jetzt keine Schilde mehr. Raketen wird nach... Wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich weiß nicht, was dieses Düppel ist. Raketenrampe, Düppel. Keine Ahnung. Zurück ins Tutorial. Wie gesagt, ich habe mich mit der Steuerung noch nicht komplett auseinandergesetzt. Ich weiß nur so ein paar Sachen bis jetzt. Die Steuerung ist riesig und sehr komplex. Ich muss aufpassen, was ich drücke vorne beim ersten Tutorial-Spiel. Hab ich einfach den Text angeschmissen. Also man kann auch dann mit anderen Spielen online, mit anderen Spielern online chatten und sich gegenseitig Sachen schreiben. Und wenn ich dann WASD irgendwie bediene, schreibe ich WASD in den Chat und mein Raumschiff bewegt sich nicht. Die Überraschung hatte ich vorhin. So, jetzt gibt es hier als nächstes, probieren wir nochmal, Sidewinder-Kampf. Pilot, in dieser fortgeschrittenen Trainingssimulation testen wir jetzt deine Kampffertigkeiten. Du kämpfst gegen einen angriffslustigen und erfahrenen Piloten in einem gleichwertigen Schiff. Der Auftrag lautet, den Feind mit Hilfe überlegener Flugmanöver und Beschusstechniken zu eliminieren. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe, das weiß ich nicht. Aber es ist ja nur ein Tutorial, also das heißt... Oh, wir haben jetzt auch ein anderes Schiff, oder? Kommt mir das nur so vor. Das Schiff sieht anders aus. Oh, oh, der greift uns gleich an. Waffen raus und... Schieß doch. Ich weiß leider nicht, wie ich die Waffen wechseln kann. Und der hat uns auch gleich erwischt hier. Jetzt muss ich mal weg. Ich hab's befürchtet, dass es schwer wird.
Sidewinder. Er sitzt in einer Sidewinder und... Boah, der holt uns hier vom Himmel. Ich befürchte, der holt uns vom Himmel. So, jetzt mal abgebremst hier. Und unser Schild baut sich wieder auf. Ich hoffe, es schnell genug, bis wir es schaffen. Ich kann mal nochmal Gas geben. Und genau, jetzt ist er an uns vorbei. Irgendwie versuchen zu verhindern, dass er... Ja, da ist er. Nein, 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 nein. Du darfst uns nicht kriegen. Unser System ist ziemlich weit runtergefahren. Das sehe ich auf der rechten Seite an der Anzeige. Das heißt, irgendwie haben wir Schaden genommen. Behaupte ich jetzt mal. Das System versucht sich wieder zu konfigurieren oder was auch immer. Ich sollte besser treffen. Und abhauen hier. Komm schon, flieg. Nein, unser Schild ist unten. Das heißt Flucht. Und am besten jetzt mal dabei drehen. Okay, abbremsen. Und ihn an... Okay, er hat uns erwischt. War klar. Okay, ich probiere es noch einmal. Ich weiß halt nicht, wie man die Waffen wechselt. Ich gehe mal zurück in die Tutorials und guck mal, ob ich... Klar, zurück zum Hauptmenü. Irgendwo in die Optionen rein, genau. Die Steuerung mal kurz angucken. Ich vermute, dass das System ist irgendwie... Also, dass das Schild Teil des Systems ist. Energieverteilung. Achso, übrigens, bei meinen ganzen Vermutungen hier und meinen ganzen Behauptungen, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Wenn ich irgendwelchen Mist erzähle, schreibt das auch. Schreibt auch ruhig konkret. Also schreibt mir nicht so Sachen wie, ach, du bist dumm oder du weißt nichts, sondern schreibt ruhig konkret, pass auf, das und das ist falsch und so muss es sein. Das hilft mir auch. Also konstruktive Kritik habe ich immer gerne, damit es einfach besser wird mit dem Zocken. Ich weiß nicht. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und machen hier nochmal Sidewinder-Kampf. Gleich Target und gleich Gas geben. Waffen raus. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich die Waffen wechsle. Oder ob ich überhaupt noch andere Waffen habe. Aber es werden keine anderen Waffen angezeigt. Ich glaube, das ist Absicht so. Ich glaube, wir haben wirklich nur den Laser und nichts anderes zur Verfügung und müssen uns dadurch behaupten, dass wir einfach diesem Typen im Flug austricksen. Ich glaube, darum geht's. Das würde auch erklären, warum das ganze Sidewinder heißt oder warum die Flugkörper oder die Flugzeuge, die Raumschiffe, in denen wir uns befinden, Sidewinder heißen. Also das hier probiere ich nochmal. Ich glaube nicht, dass es klappt, den jetzt vom Himmel zu holen, aber dafür ist ein Tutorial da, dass man das übt. Wir haben ihm ein bisschen Schaden zugefügt. So ein bisschen Ausgleich hier. Mein System ist runter. Hängt wahrscheinlich mit den Schilden zusammen. Ich versuche mal noch langsamer zu werden, um mich besser zu drehen. Sehr gut. Er gibt Gas, er hat es mitgekriegt. Geben wir auch Gas. Jetzt besorgen wir es ihm hier. Jawohl, Schilde runter von ihm. Sehr schön. Jawohl, da brennt irgendwas bei ihm. So, jetzt geht schon bei mir die Hitze hoch und er haut ab. Er hat zu viel. Irgendwas piept da. Ach, das ist sein Schild, was sich wieder aufbaut. Na, komm schon. Ich dachte schon, wie viel ich jetzt auf uns anlegen und Angsthase spielen. Er hat wieder Schilde oben. Das finde ich nicht so schön. Schleichflug hier, um ihn zu kriegen. Da wir kreisen im Moment umeinander. Ja, er hat sich da hinten versteckt. Jetzt kommt er wieder auf uns zu. Spielt ein bisschen Angsthase mit uns. Ist aber ausgewichen.
komm schon. Die Mucke ist auch cool. Achso, ich hab das so gemacht, dass ich die Musik anlasse von dem Spiel, die Ingame-Mucke. Ich hoffe, dass das rechtlich keine Probleme gibt. Ich hab's aber auch so bei anderen Spielern gesehen. Ich finde, die Musik ist durchaus passend dazu. Da muss ich keine eigene Musikuntermalung machen. Jetzt können wir wieder Gas geben. Ja, das ist das Beste. Ich habe seine Schilde wieder runtergeholt. Das ist echt ein hartnäckiger Gegner hier. Achso, jetzt bin ich im Rückwärtsflug. Da muss man vorsichtig sein, das wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, dann im Rückwärtsflug. Ob man sich dann vielleicht besser dreht auch. Oder also es sah mir jetzt nicht so aus. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Also wer sich mit diesem Spiel auskennt. Ganz wichtig, was ich noch halt noch machen muss, ist dann die Steuerung mehr zu konfigurieren. Hier muss ich jetzt Gas geben. Weil dieser Frontalangriff, der baut seine Schilde wieder auf, ist auf Dauer nicht so gut für mich. Er hat seine Schilde wieder aufgebaut, das hat ihm aber nicht viel gebracht. Denn die habe ich gleich wieder runter. Gas geben. Aber der ist trotzdem schwer. Und meine Hitzeanzeige von den Waffen ist auf 54%. Also da muss man auch drauf. Man kann hier nicht einfach so drauf losballern. Man sollte schon. 17% steht hier bei ihm unten drunter. Das heißt. Entweder ist sein Schiff auf 17% und wir haben ihm schon richtig gut gegeben. Oder das bedeutet irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Er lädt seine Schilde auf, gleich hat er sie wieder oben. Und fliegt mir ins Schussfeld, er dreht. Jawohl. Also die Schilde haben wir eben schnell wieder runtergeholt. Er ist auf 15%. Ich hoffe, dass die Anzeige da stimmt. 13%. Es sieht so aus. Also das ist, scheint wirklich sein kompletter Schiffsstatus zu sein. Also dadurch, dass wir so nah dran sind an ihm und ihn auch als Target ausgewählt haben, vermute ich mal, dass wir ihn gleichzeitig permanent scannen. Und da ist... Jawohl, sehr schön. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Also ich würde das Ding ganz gerne auf meinem Kanal laufen lassen und mal gucken, ein bisschen Equipment dazu besorgen, also ein Joystick und dann mal gucken, wie das Ganze läuft. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.